Grüß euch, Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit mir unterwegs seid. Und ja, heute wird es einfach mal ganz entspannt. Es ist mal wieder ein wunderschöner Tag. Es ist noch ein bisschen frisch. Also jetzt gerade, ja gut, 20 Grad ist jetzt eigentlich nicht so frisch, aber ich mag es ganz gern, wenn es so 45 Grad hat, dann fühle ich mich wohl. Heute wird einfach mal ein entspanntes Video gedreht. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Plan, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und die gehen wir dann einfach mal durch. Zuallererst möchte ich gerne mal ein paar Kommentare beantworten, die unter den letzten Videos aufgeploppt sind. Das sind jetzt nicht so freundliche Kommentare oder irgendwelche positiven, sage ich mal, oder ja, konstruktiven Kommentare. Das ist mehr so Hate. Hätte nicht gedacht, dass das so früh schon anfängt. Früh im Sinne von, ich mache das ganze Thema jetzt seit 3,5 Monaten und habe jetzt gerade mal, Stand jetzt, 411 Abonnenten. Danke dafür auf jeden Fall erstmal. Ganz krass. Also die letzten anderthalb Wochen waren extrem stark. Da hat mein Kanal richtig zugelegt für meine Verhältnisse. Ich war ungefähr einen ganzen Monat, bin ich zwischen 15 und 17 Abonnenten die ganze Zeit hin und her geschwankt. Und die letzten anderthalb Wochen waren richtig, richtig krass. Vielen, vielen Dank dafür. Weiß ich sehr zu schätzen. Ich reagiere eigentlich auch auf fast jeden Kommentar. Danke dafür. Wirklich. Freut mich extrem, dass so viele neue Leute dazugekommen sind. Und der Support von euch auch so krass ist. Trotzdem gibt es immer wieder Leute, die einfach entweder nichts von konstruktiver Kritik halten oder einfach ihre schlechte Laune loswerden müssen. Verstehe ich nicht so ganz. Aber naja. Ist wohl so. Kann ich nicht nachvollziehen, weil ich so einfach nicht bin. Erster Kommentar, den ich mir rausgesucht habe. Danke, Mann. Echt fettes Dankeschön. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe zwar darauf reagiert. Ich sag's auch gerne nochmal. Mache ich eigentlich bei allen Kommentaren, die so in die Richtung gehen. Danke für diese überaus konstruktive Kritik. Damit kann man sich definitiv verbessern. Also Leute, schneidet euch von dem Jungen hier eine Scheibe ab. So, kommen wir schon zum nächsten Kommentar. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was du damit sagen willst. Was hat mein Fahrzeug mit den Dingen zu tun, die ich sage? Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was du mit dem Kommentar bezwecken willst. Kann ich ehrlich gesagt nicht so durchblicken. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm dafür. Wenn es jemand weiß oder wenn du das vielleicht siehst, erklär es mir. Weil ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Nächster. Und auch hier wieder ein klassischer Fall von konstruktiver Kritik. Nächster. Ich finde es auch immer lustig, diese ganzen Einzeiler zu lesen. Was heißt Einzeiler? Es ist mehr nur ein Wort. Danke, dass du mich deine Meinung wissen lässt. Ja. Mehr kann ich da eigentlich nicht dazu sagen. Du könntest mich natürlich wissen lassen, was dir jetzt nicht so gefallen hat. Aber du hast offensichtlich nicht das Bedürfnis, mich das wissen zu lassen. Ich verstehe generell den Sinn von Hate-Kommentaren nicht. Wirklich, überhaupt nicht. Vielleicht, weil ich auch einfach nicht so bin. Ich bin einfach kein Hater. Wenn mir was nicht passt, dann sage ich, was mir nicht passt. Weil anders bringt's doch nichts, oder? Ich meine, du kritisierst den Inhalt oder den Content von jemandem, der den Content macht. Klar soweit? Grüß dich. Aber das ist ja keine Kritik. Du willst einfach nur sagen, ich finde das Video scheiße. Ja, okay, das ist schön. Aber was findest du scheiße? Ich meine, was macht so ein Kommentar? Was macht der YouTube-Algorithmus? Den YouTube-Algorithmus interessiert es einen Scheiß, was der Kommentar enthält, solange da ein Kommentar ist. Ich meine, es ist ja bekannt. Je mehr Leute mit dem Video interagieren, desto mehr Leuten wird das Video auch vorgeschlagen. Klar soweit? Was passiert, wenn du jetzt einen Kommentar schreibst? Scheißegal, ob er positiv oder negativ ist. Der Algorithmus sieht nur, jemand hat sich mit dem Video befasst, vielleicht
befasst sich ein anderer auch damit. Das heißt, jeder Kommentar pusht mein Video. Und deswegen ist es mir persönlich auch so wichtig, auf Kommentare zu reagieren. Auch Hasskommentare pushen mein Video. Beziehungsweise Hasskommentare generell pushen die Videos, unter denen die Kommentare stehen. Den Algorithmus juckt es ja nicht. Ob das jetzt ein Hate-Kommentar ist oder ob das jetzt ein guter Kommentar ist oder sonst irgendwas. Solange da ein Kommentar steht. Also, selbst wenn du mir mit dem Hate-Kommentar irgendwie schaden wollen würdest, tust du genau das Gegenteil. Die gucken nicht mal. Ungewöhnlich. Kommen wir zum letzten Kommentar, den ich mir rausgesucht habe. Das waren auch so ziemlich die einzigen Hate-Kommentare. Was heißt Hate-Kommentare, aber halt, ja, eher nicht so freundlichen Kommentare. Unter all den Kommentaren, was mich sehr, sehr freut. Also viele haben mir ja geschrieben auf Instagram oder auch unter den Kommentaren natürlich, dass meine Qualität von den, dass die Qualität von meinen Videos sehr, sehr gut ist. Dafür, dass ich, also naja, verhältnismäßig keine Abonnenten habe, weiß ich sehr zu schätzen, solche Kommentare und solche Komplimente auch vor allem. Aber kommen wir zum letzten Kommentar. Da könnte ich jetzt ganz extrem ausschweifen. Zuerst einmal, ich habe Schutzkleidung. Genug. Und die trage ich auch. Zu dem Schutzkleidungsthema komme ich gleich nochmal. Aber jetzt geht es speziell um diesen Kommentar. Ich habe Schutzkleidung und ich trage sie auch. Aber so wie jeder Motorradfahrer habe ich auch einfach manchmal keinen Bock, sie anzuziehen. Ihr seht, ich trage Handschuhe, ja. Ich habe mir sogar neue Handschuhe gekauft, weil ich Helm und Handschuhe einfach wichtig finde, ich persönlich. Prinzipiell trage ich immer Handschuhe und Helm. So, die weißen Handschuhe, diese Nike-Handschuhe, die ich in den letzten Videos, also ja, eigentlich in allen Videos anhatte, das waren Football-Handschuhe. Ich fand sie einfach geil. Beziehungsweise finde ich immer noch, aber die gewährleisten halt einfach keinen wirklichen Schutz. Die haben keine Hardkappen, die haben, das ist kein Leder, das ist nur Stoff und Gummi an den Handflächen. Also wenn du mit 30 km/h irgendwo hinfällst, glaube ich, helfen die nicht wirklich. Und deswegen habe ich mir die jetzt gekauft. Ich bin halt sehr, sehr wählerisch, was meine Handschuhe und meinen Helm angeht. Aus optischer Sicht her. So, und deswegen tue ich mich auch immer schwer, da Dinge zu finden. Aber zum Thema Schutzkleidung generell. Es schreiben wirklich viele unter die Kommentare, dass ich doch bitte Schutzkleidung anziehen soll. Die einen freundlich, die anderen eher weniger. Ja, Freunde, ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll. Ich sag's einfach jetzt das letzte Mal. Ich habe einfach keinen Bock, das Zeug anzuziehen. Und ich glaube, viele kommentieren das auch nur, weil ich eben noch sehr, sehr frisch bin, keiner kennt mich und das ist halt das Erste, was so auffällt. Ich wage es zu bezweifeln, dass die Leute, die das bei mir kommentieren, auch unter Mojis Videos kommentieren würden. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin für jede Korrektur offen. Also es ist bewusst, dass ich keine Schutzkleidung anziehe. Fertig. Und da wird mich auch so schnell keiner von abbringen. Ich trage Schutzkleidung, ich habe eine Vollkombi, ich habe Komplettschuhe, ich habe Stulpenhandschuhe, ich habe das ganze Programm, Rückenprotektor, was halt alles dazu gehört. Ich habe die komplette Ausstattung, ich habe insgesamt 3 Motorradjacken ohne die Kombi. Und ich trage das Zeug, wenn ich eine Tour fahre, wenn ich länger fahre, wenn ich weiß, dass ich viel fahre an einem Tag, dann trage ich das Zeug auch. Aber wenn ich einfach nur durch die Stadt gurke und Videos für euch aufnehme, dann will ich mich da nicht in eine unbequeme Lederjacke reinzwängen und erst recht nicht in eine Vollkombi. Auf gar keinen Fall. Mal ganz davon abgesehen, dass ich einfach zu fett geworden bin für die Kombi. Aber ich bin dran, Jungs. Ich bin dran. Ich hoffe, wir haben das Thema damit abgehakt. Ah ja. Was ich noch sagen wollte, demnächst baue ich mir einen neuen Vlogging-Helm. Ich habe seit Ewigkeiten den AGV Pista GPR Anniversario daheim rumliegen. Ich habe mir damals gekauft, weil ich da gearbeitet habe, in dem Laden, und habe ihn nie getragen. Ich fand den einfach geil und ja, für mich als Mitarbeiter ging der einfach für einen extrem guten Preis her. Und da dachte ich mir, das Ding brauchst du, bei dem Preis kannst du überhaupt nicht Nein sagen. Ja,
und habe ihn eigentlich nie getragen. Das ganze Thema ist jetzt schon ein paar Jährchen her und das wird mein neuer Vlogging-Helm. Der, der es jetzt ist, das ist der alte Pista GP Project 46. Steht aber auch in der Beschreibung. By the way, in der Beschreibung steht alles, was ich so benutze, was so am Motorrad verbaut ist, meine Schutzkleidung und das ganze Thema. Wenn es wen interessiert, wie diesen Herrn zum Beispiel, das ist nur ein Klick und da ist alles beschrieben. Ich bin bei Helmen immer so, ich brauche immer so einen Ersatz. Ich brauche immer einen, den ich daheim rumliegen habe, der geil aussieht. In dem Fall ist es jetzt der Anniversario. Das wird jetzt demnächst der neue Vlogging-Helm. Da kommt dann auch ein Headset endlich rein. Das passt in den hier nicht mehr rein. Dann wird das mein neuer. Da ist dann das Mikrofon drin. Da ist dann die Kamera, das Montierkit drauf. Da ist dann das Headset drinnen. Der ist dann komplett voll ausgestattet. Endlich. Mir fehlt die Musik teilweise schon ein bisschen, die ich so neben dem Videos aufnehmen laufen lassen könnte. Hebt so ein bisschen die Stimmung bei mir. Ist immer so ein bisschen Fahrt ohne Musik. Und ich werde mir einen neuen Helm holen. Wie schon gesagt, ich brauche einen, der daheim rumliegt, der einfach geil ist, so als Zierde. Versteht ihr, wie ich meine? Ich habe das Thema ja auch schon mal in einem alten Video angesprochen. Ich bin einfach Helmsammler. Ganz einfach. Jeder sammelt irgendwas, andere sammeln Briefmarken. Ich sammle einfach Helme. Mittlerweile schon 6 Stück, 6 Helme daheim. Und da ist noch lange nicht Feierabend. Der neue Helm wird auch definitiv ein Ruhrock. Ich finde die Dinger einfach so fett. Der Atlas 1, muss ich sagen, hat mir nicht so gut gefallen. Aber der Atlas 2.0, Mann, das ist einfach, also Killer, das Teil. Wirklich, absoluter Hammer. Da weiß ich noch nicht, welches Design ich mir hole. Freue ich mich schon richtig drauf. Ja Leute, wie schon gesagt, das war heute eher ein entspanntes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mich hat es gefreut, dass ihr wieder mit mir unterwegs wart. Danke fürs Einschalten. Checkt mich auf Instagram ab, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Jay ist raus.